Man hat 18 Jahre lang, ich glaube, jeder Mann hier hat 18 Jahre lang diesen Traum geträumt. Und jetzt bin ich hier und der Traum kann Wirklichkeit werden. Bleibst du hier bei mir? Ich? Ja, hallo. Stellst du dich ein kleines Stückchen rüber? Ja. Danke dir. Bist du aufgeregt? Ja, tatsächlich, ja. Muss ja nicht sein. Ist aber auch echt heiß hier drin, ne? Mhm. Nehmen, dann sehe ich dich nachher nochmal wieder, okay? Echt? Ja? Okay, danke dir. Krass. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Also ich kann's nicht glauben. Also ich hätte es niemals gedacht. Und so langsam füllt sich das Backstage mit weiteren Models. Aber eben auch gleichzeitig mit mehr und mehr Konkurrenz. Ich bin hier rein, nur unglaublich schöne Menschen. So, und ich denke mir nur so, what in Jesus' name? Ich sehe keine als Konkurrentin, ich freue mich wie jeder. Aber ich denke immer, ich bin unique in meiner Art und Weise. Und ich möchte Konkurrenz mit mir selbst machen, lieber als mit jemand anders. Aber hier sind auch viele so. Die haben auch echt, also es sieht so aus, als hätten die Erfahrung, ne? Sind sehr gut im Laufen und bewegen sich auch gut, sehr, sehr selbstbewusst. Willst du laufen? Ja, ich werde ihn wieder. 5, 6, 7, 8. In die eine Pose rein und dann in die andere noch rein. Dann hältst du beide drin. Dann hast du halt die beiden Posen in dem kombiniert und dann ist schon zurück. Und versuch's ein bisschen smoother zu machen. Das war gerade so, zack. Ich war ja schon mal bei so einem Format. Eigentlich auch bei Topmodel, nur in der Schweiz. Nur geht bitte nicht in meine Unterhose rein, danke. Und hab dann auch den dritten Platz belegt. Aldin. Okay. Ihr werdet mich auf anderen Covern sehen, zwar nicht auf der Annabelle, aber dafür auf ganz bestimmt. Ab dem Moment war ich dann so, okay, ich habe echt Bock auf dieses Leben. Es macht mir wirklich sehr, sehr Spaß. Also ich bin jetzt seit 1,5 Jahren hauptberuflich Model. Ich verdiene noch mein Geld damit und habe da auch jetzt mittlerweile ein paar Stammkunden. Ich habe da auch einige Kampagnen jetzt machen können. Ganz verschiedene Sachen, von Fotokampagnen über Videokampagnen und über Laufsteg auch. Also es läuft schon sehr gut mit meiner Modelkarriere, aber man will natürlich immer mehr. Man will bessere Jobs, man will bessere Kunden, man will größere Aufträge. Und ich meine, Germany's Topmodel ist ein Fernsehformat. Es bietet die Plattform, sich selbst zu präsentieren. Ich laufe ja maskulin, Brust drauf, ne? Und die Frauen laufen ja. Ja. So ungefähr. Ja, du bist ich bin halt so eher sehr, sehr, sehr flexibel im Oberkörper. Ja. Und Frauen sind ja schon eher so steif, sag ich es mal so. Gestreckter Hals, Brust raus, lange Beine. Ich trage ja auch keine High Heels. Das Problem wird ja nicht mal der Walk. Ich glaube eher, das Schlimme wird, wenn sie dich fragt. Ich meine, ich weiß jetzt, wenn du mich jetzt fragen würdest, warum möchte ich ein German Sex Topmodel werden, dann weiß ich, was ich sagen möchte. Ne? Ich weiß, dass ich das Durchsetzungsvermögen habe, dass ich den Ehrgeiz habe und dass ich endlich mal meinen fucking Dream leben möchte. Ja. So, aber wenn ich da vor Heidi stehe und sie fragt mich... Mach mal was anderes. Dann habe ich Wortkotze und weiß nicht, was ich da sagen soll. Ein wenig Zeit zum Luftholen bleibt im Backstage noch. Erst müssen mich die anderen beim offenen Casting überzeugen. Und manche machen sich das Leben einfach selber schwer. Ich heiße Frida Wangui Wangui, mir geht's gut. Außer ich habe noch Probleme mit meinen Schuhen. Ich kann damit nicht laufen, die sind so hoch. Aber naja, ich wünsche mir das Beste. Oh, die Schuhe. Ich kann aber auch nicht auf den Schuhen laufen. Ui, ui, ja. Ui, ja. Holla, holterdi. Ja. Hast du dir aber heute nicht Schuhe ausgesucht, auf denen du laufen kannst, ne? Danke dir. Hallo. Hi. Opa, opa, op. Wow. Hi. Gerade noch mal geschafft. Herzlich willkommen. Danke. Alles gut? Alles gut, ja. Bestimmt? Bestimmt. Okay, super.
Ja, wo ist der Laufsteg? Der ist so groß heute. Aber man kann ihn auch leicht übersehen, I get it. Versuchen wir es nochmal. Hallo! Hast du es ja doch noch gefunden hier oben rauf? Na du? Danke, dass du hier bist. Hallo. Hallo. Ich möchte die Heidi überzeugen, vor allem durch mein Outfit, durch meine Personality. Weil ich meine Bewerbung sehr kurz und knapp gehalten habe und dachte ich mir, muss ich mit dem Outfit rausstechen. Also ich bin Florian, ich komme aus Berlin und ich möchte zeigen, was ich habe. Deswegen habe ich mich für dieses Outfit entschieden und ich weiß, dass Heidi eine verrückte Nudel ist und das bin ich auch und das will ich heute zeigen. Yes. Schönes Outfit. I love. Glitter is my favorite color. Die Looks der Bewerber habe ich geliebt. Sie waren teilweise echt ausgefallen. Und dabei habe ich eigentlich gedacht, ich habe schon alles gesehen. Schönes Outfit, schöne Haare, hallo. Ich möchte einfach zeigen, dass auch Männer alles anziehen können, was sie möchten. Ob Kleid, ob Anzug, whatever. Aha. Schönes Outfit. Danke, dass du gekommen bist. Du hast dir echt was einfallen lassen. Nice. Cooler Look. Hi. Yes. Schönes Outfit, gefällt mir. Ich bin der Armin. Ich komme aus dem wunderschönen Allgäu. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ganz im Süden in Deutschland. Und ja, ich komme eigentlich aus einem ganz kleinen Dorf. Ist auf jeden Fall ja, mega spannend, hier zu sein. Ich bin auch jetzt echt gehypt, schon Heidi gleich kennenzulernen. Würde ich gerne hier hin bitten. Perfekt, danke schön. Würdest du hier stehen bleiben ja, für mich? Okay. Danke dir. Hi. Dich würde ich auch sehr gerne hier zu dem netten jungen Mann stellen. Hallo. Oh, Mickey Mouse Fan. Mein Herz, ich habe nur Heidi blau glitzern sehen und dachte mir so. Und ich war so auf dem Lauf fokussiert, dass ich gar nicht mitgekriegt habe, wie sie so meinte, ja, du bleibst hier. Und ja, das war natürlich, es war super aufregend. Wie geht's euch? Bestens und dir? Wie heißt, jetzt noch besser. Wie heißt denn du? Ich bin Armin. Und du? Dominik. Ich würde euch gerne noch mal wiedersehen. Cool. Ja? Super, cool. Ja? Danke, dass ihr hier seid heute. Ja, ja, euch auch. Hey, crazy, crazy. Crazy. Das war's. Das war das offene Casting. Hast du Lust auf noch mehr Shootings, Catwalks oder den Topmodel-Alltag? Dann abonniere uns jetzt, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann geht's gleich hier weiter mit dem nächsten Clip auf YouTube. Du liebst GNTM und möchtest keine Sekunde verpassen? Dann klicke hier unten, um dir eine komplette Folge nochmal auf Join anzusehen.